Mumuckl. Und jetzt wird gearbeitet. Oh ja, ich arbeite auch. Also zuerst werfe ich die Pfeile runter, dann verstecke ich den Hammer weg und dann schmeiße ich die Nägel runter und ja, das geht mir gerade ab, das untersteht ich, gell? Tatsächlich haben wir gehört, dass die Neue Super, die Produktionsfirma, an einer Wiederbelebung der Marke arbeitet und haben dann gesagt, wir würden das gerne mit euch machen. Oh, yeah. Ich war auch sehr froh darüber, weil ich immer schon was mit einer sprechenden Figur machen wollte. Und ja, der Pumuckl war die beste Figur, die ich mir da hätte vorstellen können, auf jeden Fall. Das ist unser Geheimnis. Und, oh, jetzt hab ich's dir gesagt. Also die Grundidee war schon, wir bleiben am Original. Die alte Serie von Ulrich König und Gustl Beyerhammer, da wollen wir uns orientieren. Das ist unser großes Vorbild. Und warum sieht Pumuckl, dass der Eder der Richtige ist? Woran merkt er das? Am Anfang dürfte das noch gar nicht so sein. Die müssten eigentlich eher so, um Gottes Willen, wie soll das mit uns gut gehen? Ne? Ja, wir sind jetzt hier im Writers Room, nennen wir das. Das ist der Ort, wo wir uns sehr, sehr oft treffen, viele Stunden, Tage miteinander verbringen und uns die Geschichten ausdenken. Wir haben uns ganz viel mit den alten Sachen tatsächlich beschäftigt und es motiviert einen auch. Wenn der Pumuckl im Raum ist und sei es noch mit Bildern, dann ja, motiviert es uns einfach,